Mann, sind wir geil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seid so herrlich, Leute, ihr seid so Ja, herrlich. so herrlich, Junge. So herrlich, das glaubst du gar So nicht. geil, Alter. So episch. Das gibt es normalerweise gar nicht in dieser Art und Schneise. Okay, vielleicht kann man ja jetzt von diesem Turm hier runterrutschen. Alter, wer macht da so einen Lavaturm? Ich? Nein, ich nicht. Lavaturm mach ich nicht. Das sieht doch richtig geil aus, was Philipp da macht. Hey, ich mach doch gar keinen Lavaturm. Okay. Das ja, war der Pedobär. Der Lavaturm ist doch voll dreckig. Der bringt es bei mir nur zum Ruckeln oder so. Keine Ahnung. Alter, weil du auf Windows 95 spielst. Ich muss rumweinen, weil ich so ein scheiß PC. Oh, scheiße. Nein. Das Coolste ist ja eh, dass Lava nicht abläuft. Ja, du läufst auch nicht ab. Flach, Sam, flach. Hä, wer baut da oben was? Da oben baue ich. Mann. Nein, der hat da Wasser drüber gekippt. Boah, so ein Arsch. Kannst du den noch stoppen? Oh, Freund. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, Sam! Ich hab doch gar nichts! Ey, wie geil sieht das denn aus? Wie geil sah es aus? Wie geil sah es aus? Wie geil sah es aus? Jetzt ist eine Lücke in dem Turm hier. Ja, von oben kommt wieder neu. Eine Kucke im Baum. Wer ist er hier? Ist das Sam? Das bin ich. Guck mal, ich bin Iron Man. Willkommen. Warum hast du so blaue Effekte? Weil ich Imber bin. Der hat was gesoffen. Danke, Junge, ich will auch was saufen. Oh ja. Ey, Niklas. Ah ja. Ey, wie geil sieht das denn bei dir da aus, Heinz? Was denn? Wie geil sieht es aus? Ey, Pedo. Was sieht das denn aus? Das sieht doch noch gar nichts aus. Doch, das sieht eigentlich recht geil aus von oben, muss ich sagen. Pedo. Gefällt mir. Ja. Möchtest du mir helfen? Was mache ich, Alter? Sam, sag doch! Nee, das ist noch richtig. Vorbei. Nein, nein! Baustelle ich. Ja, ich baue gerade. Ich baue gerade das Auffangbecken, wenn man hier hochgeschossen wird. Dann wollte ich hier oben so eine kleine City bauen. Das ist der Pedobär. Ich bin schon Level 55, das reicht. Wenn du das sagst, Simon Gose Johann. Simon S. Punkt, Punkt. Ja, Simon, in dem neuen Minecraft-Video, was jetzt heute noch hochgeladen wird, habe ich deinen Namen voll rausgeschnitten. Ah, nee, das ist noch heute alte Szene. Aber was heißt rausgeschnitten? In den neuen, die ich jetzt gerendert habe, habe ich deinen Namen voll rausgeschnitten. Wirklich. Was heißt rausgeschnitten? Was heißt raus? Gar nicht, gar nicht! Geil, geil, Sam, du bist echt nett. Das ist echt geil, dass du es nicht rausgeschnitten hast. Dann schlage ich dich wohl. Macht der eh nicht. Das macht der bestimmt. Ja, ich habe auch schon Angst. Niklas, ich brauch deine Hilfe. Jo, Bruder. Wo bist denn du? Immer noch hier oben. Wer braucht keine Hilfe? Ah, wer braucht keine Hilfe? Die Frage. Stimmt, wer braucht keine Hilfe? Deine Mom, die kommt immer alleine. Alter, der war gut. Der war neu. Der war frisch. Der war flach. Ja, aber der war neu zumindest. Das, du darfst. Die Busen deiner Mom. Das war ja eigentlich. Alter! Der hat gerade meinen Glasblock kaputt gemacht. Will Hilfe macht und meinen Glasblock kaputt macht seinen drüber, ne? Weil der auch schöner ist. Der sieht nicht gut. Ja, Heinz, wir haben es jetzt verstanden. Danke. Heiner, warum bist du eigentlich so cute? Keine Ahnung. Skill. Ich glaube, der hat ein bisschen gekifft, der Typ. Ich glaub, ja, MW und TB hatten da gerade einen Skill-Attack. Fuck, scheiße. Ich baue mir hier echt alles zu. Ich verbaue mir meine Zukunft. Ach ja, passiert. Ja, passiert. Hat jeder mal so einen Tag. Oder so ein Leben. Dann weißt du, sie hier eben von AskFM. Also du arbeitest nicht so effizient, Niklas. Ich arbeite effizient, ich bin noch im Training hier. Das ist, okay, das, der ist die effizient in Person, das ist Effibriest. Oh, fast runtergefallen. Okay, pass auf, jetzt kommt nämlich der nervigste Teil an der ganzen Sache, weil nämlich wirklich Hilfe brauche. Sperren? Kann das sein? Jetzt pass auf, jetzt kommt die absolute kranke Scheiße. No.
Das kranken wir was scheißen. Kranke Scheiße, das ist bestimmt ansteckend, geh lieber weg. Pass auf. Geh lieber weg, das ist ansteckend, Alter. Niklas. Ja? Guckst du? Fuck! Wir müssen jetzt hier Schild an Schild an Schild anbringen, okay? Das Ganze dann immer weiter. Ein Schild. Ich hab die ganze Scheiße hier ein zu tief gebaut! Junge, warum kann ich... Alter, da muss man ja immer Done drücken. Ja, was meinst du, warum das so ein scheiß Job ist? Wenn du dann eine Bahn hast, dann machst du die nächste. Hier so. Das ist richtig aus dem Häuschen. Nee, das ist das falsche Wort. Alter, wie kannst du so schnell Done drücken, du alter Neger? Kann ich gar nicht. Und auch Enter für drücken oder I am a Noob? Ja, I am a Noob musst du drücken. Enter? Nee, Enter kann man nicht drücken. Vielleicht muss ich das seriously mit der Maus drauf drücken? Was? Muss ich da echt mit der Maus drauf drücken? Ja. Gott, ey. Das ist der schönste Job hier, wie gesagt. Ich einst in Afghanistan. Damals in Afghanistan, das war ja nicht so schön. Wie man's nimmt, ne, Heiner? Fandst du schön? Ging eigentlich. Ging's? Also die Landschaft da, die hat mir schon gefallen. Ja, außer jetzt die Landschaft. Die Flora und Fauna, ne? Diese ganzen Bombenkrater fanden wir schon anziehend. Anziehend, das hört sich... Antörnend. Was ist, wenn du das jetzt ein bisschen... Oh, ich habe ein S da drauf gemalt. Ja, das ist scheißegal, habe ich auch schon tausendmal. Das ist ja genau wie sein Nachname. Piep. Und mein Vorname. Piep. Nee, Vorname ist ja bekannt, aber Nachname ist ja... Doch, das Video hochgeladen wird, ist sein Nachname auch. Der Nachname ist ja Strengheim. Strengheim, ja. Yes! Okay. Jetzt müssen wir das Dach hier oben. Jetzt müssen wir das Dach hier oben verschließen. Verschließen, Schließmuskel. Boah, Simon, ist egal. Wieso Schwarzarbeiter machen wir das jetzt also? Ja, wie richtig Schwarzarbeiter. Kann Christoph noch mitmachen? Der hat doch nur die schwarze Version von Minecraft. Nein, ich mach es. Wegen Schwarzarbeiter. Ja, ach nee. Aber der hat auch nur die schwarze Version von Minecraft. Im Ernst? Ja. Hat der Christoph streng geheim Minecraft illegal? Ja. Müssen wir das melden? Und ich glaube, das ist legal. Nein. Ich habe gerade meine Steine runtergeworfen. Alter, nicht auf mich, nicht auf mich! Aua, ich habe mal einen Kopf bekommen, Arsch. Als ob. Ja. Nee, ich bin nicht ob. Ob ich mein Helm hat? Ja, jetzt ab. Okay, pass auf. Ich pass schon auf, du. Ich pass da schon drauf auf. Jetzt müssen wir eine Reihe aufreißen und dann Wasser da drin planten. Aufreißen und planten. Kann man woanders. So, jetzt müssen wir dann die nächste Reihe aufreißen und dann wieder Wasser dran planten. Anmerken. Das ist ja süß eigentlich. Was machst du mit eigentlich? Reihen aufreißen. Warum reißt du denn die auf? Ach so, willst du es aufreißen? So in die Richtung hier. Immer eine weiter aufreißen, weißt du? Ey, wenn man dann nur zuhört, hört sich das zu geil an. Aber echt. Auch wenn man spricht. Ihr seid mir so ein paar perverse Lappen, wirklich. Scheiße, jetzt krieg ich das Wasser da nicht weg, weil die Bauhöhle zu ficken beginnt.
weil die Power zu ficken. Gucken. Oh, fuck. Hier ist noch irgendwas nicht so ganz richtig. Also irgendwas ist hier falsch. Was meinst du, Bratislav? So, hier noch, Felgen kleiner. Ja, hier sind... Ah, hier sind diese Drecksströmungen so... Perfekt. Ah, perfekt. Du hattest kein Französisch. Oder hast du Französisch? Ja, das war Italienisch, du Alter. Seit wann ist Lucio bitte Französisch? Weiß ich nicht. Hattest du, ich hatte nur ein paar Jahre Französisch, tut mir leid. Gar kein Hattest hattest du Französisch oder hast du Latein? Ich hatte Latein. Ich bin Magister. Zu stark, also der hat Leute angekackt, weil die was anhatten, was ihm nicht gefiel, sag ich mal so. Wie? Da kam im weiß ich nicht, wann das war, als ich noch Latein hatte, kam da Carla im T-Shirt, sag ich mal, und dann hat er sich beschwert, doch viel zu kalt für sowas. Hat sich erstmal zusammengekackt, 5 Minuten. Nicht so wie ein gewisser anderer Lehrer der Schülerinnen auffordert, ihre Schals auszuziehen, weil das ja zu warm wäre. Okay, wir müssen wieder was reparieren. Dahin. Wer? Helgetier? Macht das Helgetier? Alter, jetzt nennen doch den Namen nicht. Also wer was? Helgetier. Echt? Ja, der Herr. Bringt er das? Der Herr E.H. ist das. Ja, Helget. Ganz schön schämig. Was ist, wenn das jetzt ein Zuschauer von uns ist? Boah, Heiner. Sorry, dass ich das jetzt nicht nehme. Ja, was ja, machst sorry, du? War extra, hast du gelitten? Ne? Wer? Ich? Ja. Nee. Hallo, hier so. Muss noch was repariert werden, du Jude. Boah. Oh. Was? Okay, reparieren wir. Da habe ich ja jetzt auch Lust drauf, wenn du hier alles verdirbst. Oh nee, bin ich doof. Hier ist noch ein Fehler. Scheiße. Alter, was machst du? Okay, ist jetzt gut. Was hast du gemacht denn? Ja, ich habe hier Metallblöcke. Vergiss es, das ist schwer zu erklären. Du hast da Metallblöcke? Ja. Ich hab keine. Zumindest nicht im Inventar. Ich hab zwei in der Hose, aber das. Das ist was anderes, ne? Zwei Metallblöcke hast du. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, zwei kleine Metallblöcke. Ja. Okay, Niklas, geh mal ein bisschen die Kanone und schieß dich mal hoch. Klaut der mit Erde! Arschloch. Was geht bei dir, Heinz? Ich hab Erde so ganz mühselig abkompliziert. Also kriegst du selbst befüllt. Weg. Ich sehe so wenig. Warte, ich muss mal, Warte, ich werf dir mal Trank trinken. Ja, ich hab dir einen schon einen. Okay. Also kriegst du selbst befüllt, ne, entlang der Diamant. Illegal, ne, man darf nicht selbst... Einfach da, wo frei ist, TNT hin. Nee, nicht da, wo frei ist. Einmal, warte. Geh mal bitte gerade ein Stück hoch. TNT-Lore oder TNT? Ein Stück hoch. Was sollst du denn nehmen? TNT einfach nur. Du sollst mal gerade ein Stück hoch gehen. Ja, mach ich ja jetzt, mein Süßer. Danke. Mein Schnucki. Okay. Sag nicht. Sepp, also ja. Guck, ich hab die Reihen schon mal angefangen. Diese Reihen musst du befüllen. Ach so, okay. Mit Milch? Ich gerne. Okay, ich geh schon mal hoch. Alter. Alter, ich brauche irgendwie eine halbe Minute, um hochzukommen. Und du schießt einfach in ein paar Sekunden ab. Das ist so eine geile Folge. Deine Wortkombination ist brillant, Simon. Okay. Der, macht das nicht mal, der macht das nicht immer extra. Nee, mit nicht immer, aber auf den Schalter, ne? Hm? Mit rechts auf den Schalter, ne? Ja. Sag Bescheid, wenn du abschießt. Ich kann jetzt. Okay, dann hau rein. Sag Bescheid, wenn du abschießt, ich kann jetzt. Bereit die Wasserhülle rein. Junge. Ich schieß dann mal, ne? Okay. Oh, Missklick. Okay, jetzt aber wirklich. Ich pack's nicht mehr. Und.
Treffer. Was? Schwimmen, schwimmen! Perfekt! Das ist ja der nackte Wahnsinn hier, das Auffangbecken. Das ist geil, ne? Das ist echt der nackte Wahnsinn. Was wir da erbaut haben. Das haben wir gut gemacht, da können wir sofort mal einen drauf. Simon, keine eindeutigen Angebote. Okay, Sam, du musst das jetzt mal zeigen kommen. Also. Beim Zeigen kommen. Komm mal bitte ins Loch. Komm mal bitte ins Loch, Sam. Ich komm im Loch. Alter, jetzt kann ich ja nicht bauen hier. Kannst du das mal normal irgendwie sagen? Ja, tut mir leid, es passt halt nur einer rein. Kein DP heute. Junge, ja, ich komm jetzt. Man kann echt fast alle Wörter so sehen. Das ist echt schrecklich. Ja, an sich ist es wirklich schlimm. Was machst du hier eigentlich, Heiner? Ist das eine Fußbodenheizung da, unser Lavabecken? So ungefähr. Scheinbar. Sam, bist du da? Oh, ihr guckt euch sowas doch eh im Internet an, ihr Unkreativen. Und das soll der Kreativmodus sein. Ich hab mir sowas noch nicht im Internet angeguckt. Was denn? Was mit Internet angucken? Ja, die Kanone? Die Kanone habe ich selbst entwickelt und das auch vom Becken da oben habe ich selbst entwickelt. Ja, klar, aber du hast dir doch irgendwo die Idee geholt. So, ja, okay, ich bin drin. Ja, klar, die Idee, so eine Kanone zu machen. Okay, dann schieß dich mal ab. Okay. Und oben muss dann schwimmen. Ich kann kein Selbst schwimmen. Jetzt schwimmen! Du bist immer hier im Kreativmodus, Alter. Warum hast du so ein riesen Wasserbecken? Das fängt einen auf. Das ist das Auffangbecken. Lol, das Gras brennt. Jetzt kann man hier. Was hast du denn hier unten reingemacht? Warum hält das hier so? Oben was bauen? Das sind Schilde aneinander und die halten das Wasser ab und da kann man problemlos durch. Gar kein Fake und so, ne? Nö. Finde ich fair. Ich finde das, als ob du das selber entwickelt hast, das hast du dir doch im Internet gezogen. Nö, das Auffangbecken habe ich selbst gemacht. Ja, klar. Ja. Das habe ich in einer Adventure-Map verwendet, die ich gebaut habe. Da habe ich stundenlang dran getüftelt, bis ich auf die Idee gekommen bin, einfach so ein scheiß Auffangbecken zu machen. Bist du auf die Idee gekommen, bist einfach mal im Internet nachzugucken? Nee. Ja, sagt man dann. Okay. Wer will mir hier oben bei der Stadt? Ich muss mich jetzt auch mal da reinschießen, tut mir leid. So, jetzt neues Teil ausprobieren. Tageslichtsensor. Tageslichtsensoren sind geil. Nein! Ich hab das jetzt hier oben alles abgerissen, ist das schlimm? Nee, ne? Wo? Unser Auffangbecken. Ist nicht so schlimm, ne? Nö. Gut. So, das ist schon mal normal, Tante, okay? Hoffe ich mal, das ist okay. Weiß nicht. Deine Mom. Lala. Ist homosexuell. Schalalala. Er ist eh das coolste Lied, oder? Was? Von den Ärzten. Deine Freunde. Kennst du das nicht? Natürlich. Ne, ich mein Heiner. Was? Muss ich mal anhören, Ärzte, deine Freunde. Deine Freunde? Deine Freunde sind homosexuell, deine Freunde. Ich glaub, das kenne ich. Sind alle kriminell. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Po. Das macht ihnen auch noch Spaß. Dürfen die das? Das ist ein cooles Lied. Willst du mir hier oben bei der Stadt helfen? Für 1 Euro. 1 Euro! Simon, du musst noch was bauen, was dich dann automatisch aus dem Wasser teleportiert. Wie was einen automatisch aus dem Wasser teleportiert? So ein Trichter oder so. Ein Trichter? Hä? Ja, der kann doch einen da in so eine Box tun. Du bist so dumm. Ach, herrlich. Ich komme! Wo bist du denn? Alter, was hast du da drin gemacht? Geschirr? Nichts. Ist doch alles da. Ich hab doch gesagt, ich komme. Oh,
Genau, Einrastfunktion möchte ich nicht aktivieren. Einrastfunktion ist eh die beste. Nee, die ist gar nicht schön. So. Nerv ich ein bisschen Heiner? Nee, ne? Nö. Gut. Weiß natürlich nicht, was du. Oh, Blümchen. Oh, Blümchen. Niklas. Ja. Ich brauch ja Hilfe. Ja. Hui. Guck mal, Heiner. Oh, schön. Soll ich es überall machen? Ist mir egal. Dann mach ich das. Hab was zu tun, Simon. Was machst du denn? Der pflanzt hier Blümchen auf meiner Wiese. Okay, das hat sich jetzt echt pervers angehört. Der pflanzt Blümchen auf deiner Wiese. Ja, das hat sich wirklich pervers angehört. Aber dezent pervers. Ja, aber das, deswegen hat sich das halt so arg pervers angehört. Weil es eben dezent war, oder was? Ja, so nebenbei, so, hey. Der macht Blümchen auf meiner Wiese. Okay, jetzt hast du wirklich was zu tun. Eine Frage, sind die Blümchen schön? Sind rote, ich weiß nicht. Rote aus Blut. Blut! Oh, Blut, Schmack. Blut. 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 Nein! Oh. Nein? Jetzt hat Heiner wieder einen Blutrausch. Da! Was hast du gemacht, Chamilton? Chamilton! Louis Chamilton? Hm? Übelst witzig, Simon. Du hast dir so den Witz gerissen. Nee, weißt du, alle müssen eh Samuel Peters mal googeln. Samuel ja, Peters. Kennst du den? Der wurde doch mal von Klitschko fertig gemacht, ne? Kann sein. Kennst du den nicht, Simon? Nee. Samuel Peters ist ein Boxer. Der heißt Samuel Peters. Das ist ein Schwarzer. Echt? Ja. Der ist schwarz. Ein ganz schönes Schwarzbrötchen. Ich hab gedacht, dass der schwarze Boxer pink ist. Ja, das kann man auch denken im ersten Moment. Da dachte ich im ersten Moment auch, aber dann habe ich ihn gesehen und dachte, oh, der ist ja schwarz. Ist ja gar nicht so pink, wie er aussieht, ne? Nee. Boah, ich habe das Basketballspiel, der heißt Gay mit Nachnamen. Der ist anscheinend auch voll gut. Ist er echt gut? Und der ist auch noch schwarz. Also wenn du Republikaner trifft den, der heißt Gay und ist schwarz, ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee, ich glaube, das ist echt nicht gut. Dann holt er seine... Was? Achso, ich wollte gerade sagen... Was holt der dann raus? Sein Sturmgewehr. Sein Sturmgewehr. Ich darf keine Lücken lassen. Ich bin da gerade beim Rückwärtsgehen reingefallen. Wo rein? In die Lücke. Hä? Hier hinten, neben dem Häuschen. Hä? Heinz, warum hast du das Lavabecken überdacht? Das ist die Fußpuppenheit. Ja. Ist ja. Ja, das ist so tricky tricky. Tim, das geht ja so gar nicht so sehr um dass es überdacht. Das ist ja gar nicht wirklich überdacht im Sinne. Aber du weißt. Du hast es nämlich nicht überdacht. Du hast einfach was hingeklotzt und hast überhaupt nicht dran gedacht, wie, warum. Doch, schon, Sam, da ist schon was ja dann. Heinz, du brauchst aber jetzt, du musst jetzt hier eine Verbindung bauen. Ja, kommt noch. Nein, ich hab eine Idee. Viel wichtiger ist, dass du die Wiese hier nicht abreißt nachher. Die muss abgerissen werden, aber nicht von mir. Na doch, auch von mir. Heiner. Ja, aber nein, nur teilweise. Das ist es ja. Werden noch ein paar Blümchen überleben? Traurig, dass das anscheinend so schlecht abgerissen.